Ja, nee, ist klar. Ich kann das Terrain nicht bearbeiten, weil hier schon ein Weg liegt. Dieses Spiel macht mich einfach fertig. Ehrlich, es macht mich fertig. Sind ja nur Mitarbeiter, die schaffen das schon. So, dann haben wir das schon mal gelöst, das Problem. Die brauchen ja nicht so viel Platz, die Trampeltierchen. Kennt sich irgendjemand mit Nordgard aus? Nein, was ist das? So, okay, dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir hier noch ein Türchen reinkriegen. Dann müssen wir das anschließen ans Wegenetz. Damit unsere Mitarbeiter da auch reinkommen. Ein Spiel im Wikinger-Stil geht so in Richtung Siedler etc., aber ganz süß gemacht. Ich gebe das ungern zu, aber auf so eine Musik fahre ich voll ab. Du, das muss dir nicht peinlich sein. Ich mach das auch. Ich finde die. Ich meine, die ist ja auch extra hergestellt zum Tanzen, ne? Ich bleib mal bei meinen 6 Monaten hier. Und wie wir alle Schlager verabscheuen und sie doch mitsingen können. Völlig in Ordnung. Weil ich lasse die ja nicht laufen, weil jeder sagen soll, oh, nee, so was höre ich aber nicht. Es mag sein, dass der eine sagt, ich hätte gerne dieses oder jenes. Das ist auch heute mal zur Abwechslung. Normalerweise läuft bei mir immer nur Musik hier aus dem Spiel, wegen Urheberrecht. Aber heute Tanz in den Mai, dachte ich, ist vielleicht mal ganz schön, wenn wir mal aufs Urheberrecht scheißen. Also uns dann nicht so mit beschäftigen. Irgendwie muss man es ja machen. So, hier wollte ich jetzt die Trampels reinkriegen, ne? Und dann gucken wir uns mal an, ob die hier flüchten können. Ach so, ja, nee, ist ja noch gar kein fertiges Gehege. Ach, der Fussel hat aber auch wieder, sein Name ist wieder Programm. So. Da müssen wir mit Steinen und so arbeiten. Jetzt wollte ich, sind wir hier denn schon dicht eigentlich? Ach ja, ist ja wieder Nacht. Ja, ja, ist klar. So. Naja, auf der Party, ne, schön langweilige Party, einmal Schlager an und schon tanzen sie auf den Tischen. Von 0 bis 80, ja, und jeder kann da mitsingen. Aber ist alles ganz fürchterliche Musik, die würde ich niemals hören. Wer hört denn so eine Scheiße? Naja, ich kenne das. Nein, 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 nicht zurückmachen. Du sollst dich drehen, du. So, und dann gucken wir mal. Bist du jetzt glücklich? Ist das jetzt ein durchgehendes Gehege?
Macht den Eindruck, ne? Ja, los geht's. Jetzt gucken wir mal, wo die Trampeltiere landen. Mit dem Eye of the Tiger. Guck mal, was wir für die schon erforscht haben. La la la. Die hässliche Reibesäule. Und dann können wir nämlich hier drunter. Das müsste, vielleicht reicht das sogar als Unterstand. Ja, könnte ein bisschen eng werden, befürchte ich. So, wie sieht's denn aus mit den Trampels? Och. Da soll noch irgendeiner sagen, ich könnte mich mit Trampels nicht auskennen. Na? Genug Platz. Stabiler Rückzugsort. Bei den Pflanzen können wir noch drüber streiten. Den müssen wir uns eh gleich mal angucken, weil das ja eine der Aufgaben ist. Also, jetzt mal ernsthaft, oder? Da war doch eine Punktlandung mit den Tierchen. Ah, du musst ja nicht gleich furzen. Was wir aber jetzt mal eben machen sollten, ist mal gucken, ob die Viecher abhauen können. Wir haben vorhin drüber gesprochen, da ist sie in den Tierwohlbefinden Gehege. Na? Hier werde ich allerdings ein bisschen noch mit Steinen arbeiten, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich weiß schon, warum das mit den Haaren nicht funktioniert. So. Was haben wir denn an Steinen? Weil Natur ist ja auch so. Ihr wollt gar nicht so viel haben. Alles klar. Schön hässlich. Temperatur ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Jetzt müssen wir eben gucken hier, wie das mit den... mit der Pflanzenvielfalt ist. Ihr seid Asiaten und findet euch in gemäßigter Wüste ziemlich zu Hause. Gemäßigte Wüste. Dann lass uns mal gucken, was wir euch hier Schönes bauen können. Dass das hier auf 20% in 5 Gehegen geht. Buche. Die findest du schon nicht so geil. Ihr seid schon ganz schön eigen, ne? Findest du den geil? Eine Azalea geht, okay. Muss man sich ja auch drauf konzentrieren, ne? Auf die Azaleen. Bringt ein bisschen Farbakzente in das Gehege hier. Aber das ist das Schöne, wenn man dann diese Kampagne gespielt hat.
Dann kriegt man so ein Gefühl dafür, mal V, wie so ein Gehege aussehen muss. Ja, so eine Aloe Vera kann man auch hier irgendwo hinbauen, oder? Das mit den Pflanzen ist echt so ein Ding für sich. Ja, ja, die. Also. Du, hier ist so vieles. Ja, wie soll man das sagen? Manchmal ein bisschen seltsam. Manchmal. Also es sind ja auch immer diese kleinen Farbakzente, die man so setzt. Ich weiß auch nicht, hier diese Aufgabe. Keine Ahnung, was der von mir will. Ja, das finde ich sehr realistisch. Also das muss ich sagen, das läuft. Zählt das denn? Müsste ja eigentlich, ne? Machen wir hier so einen schönen Palmenvorhang hin. Schön unregelmäßig. Ich bin einmal kurz ein bisschen konzentriert. So, einen kleinen Vorhang hier hin. Ja, ich weiß, wir müssen da oben natürlich noch ein paar Sachen hinmachen. Ich hoffe, dass die Blumen... Ne, er ist nämlich kurz davor, aber irgendwie, ich weiß noch nicht... Wir müssen mal gucken, ob wir das mit dem Gehege hinkriegen. Fernseherchen hin. Einmal hier in die Ecke. Das ist natürlich die Frage, wahrscheinlich heißt es wieder kein Strom. Oh nein, nicht der arme Wolf. So, ich will euch ja nichts, aber macht mal Platz. So, dann können wir hier auch die Mülleimer hinstellen. Sinnvollerweise hier natürlich noch eine Spendenbox. So. Ist da sonst noch was hin, nö, ne? Ja, vielleicht hier diese Fütterschilde. Was halten wir denn von den Dingen? So.
Ben, ja. Tierarzt rufen. So, da müssen wir uns mal... er hat gerade eine Spinnenphobie. Dann jetzt mal wegschauen, eventuell. Muss man eben hier so ein paar Sachen noch in Auftrag geben. Gehege. Und jetzt sieht man Spinnen. So. Dann haben wir das auch. Jetzt muss ich allerdings mal eben bei den Wölfen gucken. Oder lassen wir einfach Inzucht durchlaufen. Ach, die melden sich schon, ne? So, die kriegen den Z-Status, dann schicken wir die ins Handelszentrum. Vielleicht kommen ein paar neue Arten raus, wenn der Stammbaum im Kreis ist. Jojo, das funktioniert bei uns Menschen auch sehr gut. Lass die mal alle hier, jeder mit jedem, weißt du? Das ist schon okay. Wir sind ja kein... also hier gibt es bestimmt... Siehst du, hier wird sich auch gepaart. Ich meine, ich kann ja mal einen Wolf kaufen, ne? Das können wir ja... Nee, erstmal wollte ich jetzt die Vivarien lernen. Wir brauchen immer Geld. Weg damit. Wie in den 60ern. Da waren Ecken keine Argumente. Da musste man. Ach, Ekel. Wieso, wenn die Schwester hübsch ist? Oder die Cousine? Oder... Manche Jungs haben ja auch eine sehr gewisse Affinität zu ihrer Mutter. Im Saarland waren es dann oft Schafe. Ziegen. Oder Kühe. Was wollte ich machen? Also das Z steht immer für Zucht, ne? Dann weiß ich, kann ich den hier zum Beispiel und die freilassen. Wir brauchen ja auch mal ein paar Punkte. Irgendwas wird da... Klappt nicht immer, aber... So. Ich wollte aber mich mit Wölfen auseinandersetzen. Das wollte ich machen. Wölfe. So, wir haben ein männliches Wölfchen. Und die Alte ist auch bald tot. Noch einmal schwanger, aber bald tot. Dann nehmen wir nämlich Waldo raus. Naja, hab mich gestern unfreiwillig mit dem Thema auseinandergesetzt. Jetzt weiß ich, dass es zum größten Teil ein moralischen Aspekt ist. Was, Inzucht? Sex in der eigenen Familie? Ja, es hat mehrere Komponenten, oder? Also moralisch auf jeden Fall, aber... wir brauchen neues Männchen. Ja, aber genetisch ist das auch nicht so gesund, habe ich mal gehört. Ha ha!
Nee, brüchig ist die nicht. Das heißt nur nicht, dass bei jedem Versuch auch nur was Doofes rauskommt. Aber ich denke schon, du kannst das schon feststellen, wenn die Gene zu nah beieinander sind, und da sind sie ja in der Familie, dann ist das nicht so gesund. Deswegen, es war schon immer gut, so ein bisschen Vielfalt mit reinzubringen. Aber wie gesagt, nicht jeder Versuch muss deswegen kläglich enden. Also das, da kann durchaus auch was Nettes dabei rauskommen, aber... Und dann gibt's da noch das moralische Problem. Aber ich bin da sehr aufgeschlossen. Wer will? Ist ja nicht meine Familie. Und ich weiß nicht, ob vor 3, 4, 5 Generationen irgendwo in Astpreisen vielleicht doch mal zu nah geheiratet wurde oder so. Man weiß das alles nicht. Alles möglich. Jetzt kannst du noch nicht mal deine eigenen Bauten machen. Nein, also wer da Interesse dran hat, wer da Lust dran hat, bitte. Immer ran an die Schwester, wa? Ja, das ist gut möglich. Also ich meine, das rote Haare gehen ist ja so vertreten auch nicht. Ne? Und man kann ja tatsächlich auch an einem Genprofil festmachen, wo jemand herkommt. Also wo habe ich das bei Quarks, glaube ich, gesehen, dass du anhand der Genetik eine Landkarte von Europa erstellen kannst. Und ja klar, die waren da auf ihrer Insel, da wird schon ein bisschen näher zusammen sein, ne? Na, jeder von uns hat Defekte in den Genen. Die sind bei Mitgliedern einer Familie alle relativ gleich. Wenn die sich also paaren, ist es höchstwahrscheinlich, dass sich die Defekten einen High Five geben. Ran an die Schwester? Ja, nicht an meine, die ist eh schon vergeben. Und hat gerade ihr zweites Kind bekommen, die hat kein Interesse mehr. Die hat gerade die Schnauze voll. Hat übrigens irgendjemand vor 2,5 Stunden gesagt, ich käme mit dem Geld nicht aus? Ich frage ja nur. So, Puffottern haben wir. Also Puffottern scheinen ja... Achso, die habe ich hier. Lass mal Filter zurücksetzen. Wir können ja mal mit so einem Insel-Leguan anfangen, oder? Ah, der ist aber nicht so besonders. Der ist ja noch beschissener. Die ginge ja gerade noch. So, dann suchen wir mal den G wie Grünen. Insel-Leguan? War doch Insel-Leguan, ne? Und wir suchen ein Weibchen. Was haben wir denn da? Ah, nee, die ist doch tot. 58, 67, 67. Das ist schon ein bisschen älter, ne? Haben wir. Wer hat was gesagt? Achso, mit dem Geld? Weiß nicht. Ich kann ja gerade keinen angucken. Aber ich meine, da wäre jemand gewesen, der das mal rausposaunt hätte, dass ich immer Probleme mit dem Geld habe. Thank you.
Aha. Aha. Haben wir das schon wieder alles perfekt eingestellt? Na, 55. Da, 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 da. Guck mal, wie schön weit die werfen, wa? Ich brauche nur ein Vivarium. So, was sagen denn meine Gäste? Sau heiß hier draußen. Also Hunger und Durst. Oh, Bildung wird langsam. Guck mal. Hunger und Durst. Ich glaube, wir können mal langsam die Ticketpreise wieder erhöhen. Hoffentlich drehen die jetzt nicht um. Du, 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 du. Da, 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 da. Achtung, Spinnen! Surfing USA. So, was sollen wir denn als nächstes erforschen? Spinnen! So, okay. Dann können wir ja mal eben durchgucken. Hatte ich nicht irgendwo Wolf gekauft? Wollte ich doch sagen, ne? Müsst ihr mich aber auch mal dran erinnern, dass ich hier noch einen Wolf in der Quarantäne habe. So, jetzt gibt es erstmal wieder so einen richtig schönen fette Leber hier. Ein Kauknochen. Da wird ein alter Lammhaxe dran gehängt. Wo ist er denn? Wir haben definitiv zu wenig Zoopfleger. Oh ja, schon Qualität 2. Ja, tut mir leid, ist alles aufgefressen. So, du bist jetzt hier der Chef, ne? Ja, tut mir leid. Beiß den tot, dann hast du genug. Kacke-Sammlung, sehr gut. Zu klein. Oh, das hört sich nach einem Wiener Walzer an. Ja, es wird doch langsam, oder? Wie sieht's denn mit den Trampeltierchen aus? Habt ihr schon Nachwuchs? Außer Kacke? Qualität der letzten Mahlzeit, die ist, glaube ich, noch nicht erforscht, oder? Oder haben wir schon zwei? Oh, Glück gehabt. Hier ist alles gut. Okay, da müssen wir uns um nichts kümmern. Bei euch war das, glaube ich, auch alles schon gut, ne? Weil ihr seid ja zu Ende erforscht. Also bei euch können wir noch... Ist alles gut, sehr gut. Ja, meine Kaffernbüffel. Euch geht es natürlich nicht so besonders, weil euch das Wasser fehlt.